Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 11. August 39. Wir wollen uns hier den Markt mal in einer besonderen Art und Weise anschauen. Hier mal nicht mit dem Fokus auf die ursprüngliche Heatmap, die hier ja inklusive Gold sozusagen 15 Währungen umfasst. Nein, wir wollen heute mal ein Stück weit nach Asien blicken, denn da geschah wieder mal etwas, was man ja als Einflussnahme am Währungsmarkt bezeichnen kann. Und die People's Bank of China, also hier die Nationalbank Chinas, die Zentralbank sozusagen, hat hier wieder eine Intervention gestartet und hier die Abwertung sozusagen des Yuan, auch Renminbi bekannt, hier vollzogen. Das lässt hier den Euro speziell gegen den chinesischen Yuan ansteigen. Wir sehen hier diese Kerze im Stundenchart-Intervall von heute Morgen. Und dazu muss man wissen, dass ja im Prinzip die chinesische Währung ja keine frei fungible Handelswährung ist. Sie ist ja hier mehr oder weniger an ein Limit angepasst und diese Handelsspanne darf sich maximal, so ist es derzeit, hier um 2% am Tag bewegen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, aber mehr ist eben hier auch überhaupt nicht zulässig. Und das lässt natürlich hier eine Einflussnahme ganz klar deutlich werden. Und das ist ja genau das, was wir beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken auch schon gesehen hatten. Solche Einflussnahmen sind immer ja mit Bedacht zu sehen. Und China ist eben hier das Land, was natürlich jetzt auch keine Weltbank mehr ist, sondern vielmehr schon sehr, sehr hohen Einfluss hat auf die Weltwirtschaft. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern ist diese Währung hier noch sozusagen im Zaum zu halten. Denn grundsätzlich gehört zu einem freien Markt, zu einem freien Land, in Anführungszeichen, von China ja sicherlich auch noch meilenweit weg ist, auch hier eine freie Währung, gerade wenn man eben hier vom modernen Kapitalismus ausgeht. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie das weitergeht. Zudem ja hier auch China die Hoffnung hat, den Renminbi hier als Reservewährung anerkannt zu bekommen beim Internationalen Währungsfonds. Das sind alles Sachen, wo jetzt praktisch hier so ein Stück weit der Fokus drauf liegt. Und mit Verlaub, ich bin der Annahme, dass China die Währung sukzessive freimachen wird, in Anführungszeichen. Ich glaube, der Weg ist nicht vermeidbar und langfristig gesehen dürfte sicherlich der Yuan auch hier eine Rolle am internationalen Währungsmarkt spielen und sicherlich dann hier auch noch erhöhten Einfluss genießen. Ja, also ich denke, da ist noch einiges zu Gange. Aber schauen wir mal kurz hier rein charttechnisch auf die Bewegung hier der letzten Jahre. Wir sehen hier einen klaren Abwertungsprozess des Euros, also hier eine gewisse Aufwertung des Yuan, ganz klar. Und hier die aktuelle Handelswoche hier unten, sehen wir hier schon den kleinen Boost nach oben. Und wenn wir uns jetzt mal hier das Ganze unter emotionsloser, charttechnischer Betrachtung anschauen, dann wird deutlich, dass wir hier mehr oder weniger versuchen, einen Boden zu finden im Bereich 6,56, beziehungsweise diesen Boden hier schon im Frühjahr mehr oder weniger vollzogen haben. Kleiner Doppelboden. Jetzt haben wir hier so eine gewisse Aufwärtstendenz im Wochenchartintervall. Und was jetzt hier oben noch kommt, ist ganz klar definierbar ein Widerstandsbereich. Und da stellt sich natürlich jetzt die Gretchenfrage, wie kann es hier weitergehen? Letztlich deutet sich hier auf jeden Fall ein Test dieses Levels hier oben an. Wir sprechen hier vom Bereich von 709,45 roundabout. Und dieses Niveau ist auf jeden Fall die Hürde, die nächste Hürde, die das Währungspaar hat, wenn es jetzt hier zu einer weiteren Abwertung des chinesischen Yuan kommt, beziehungsweise hier zu einer Aufwertung des Euros. Interessant hierbei, wenn wir auch mal kurz eine schräge Trendlinie in den Chart ziehen, ist, dass wir hier, klar, im Juli letzten Jahres hatten wir auch schon so Ambitionen, diese Trendlinie zu durchbrechen, aber mit der aktuellen Wochenstärke ist es durchaus möglich, dass wir hier ein kurzfristiges Trigger-Kaufsignal bekommen haben, was hier erstmal den Test des Widerstands zulässt und dann eventuell, wenn es sich hier wirklich um eine größere Nummer handeln sollte, jetzt zoomen wir uns mal ein Stück weit raus, wäre hier unter technischen Gesichtspunkten diese Zone um 780, 775, also dieser große Block hier, der nächste Widerstandsbereich. Wenn es also hier ober oder über das Niveau von 711 rausgeht, dann hätte man hier sicherlich gute Ambitionen zu sagen, der Aufwertungsprozess des Euros setzt sich fort und der chinesische Yuan dürfte hier entsprechend abwerten und das wäre hier mit einer entsprechenden Aufwärtsbewegung zu vergleichen. Faktisch ist aber natürlich, dass wir hier übergeordnet ganz klar in einer Phase der Schwäche stecken und das muss sich erstmal zeigen, ob sich das überhaupt langfristig ändert, denn bleibt hier die grundsätzliche Trendbewegung intakt, dann ist davon auszugehen, dass entweder hier oben der Markt wieder umkehrt und hier seine ursprüngliche Richtung einnimmt oder aber, wenn wir hier das letzte Vorwochentief rausnehmen,
Also insbesondere hier das Tief der letzten Woche 6,7242 oder speziell das hier ist das Reaktionstief, was ganz wichtig ist vom Juli 6,7032. Unterhalb dessen hätten wir ganz klar wieder ein trendfolgendes Verkaufssignal, was sicherlich dann auch neue Verlaufstiefs zulässt. Der Punkt aber, die chinesische Notenbank greift ja auch am Aktienmarkt ein und das ist natürlich eine gewisse Hoffnung, die wir, die der asiatische Handelsplatz sozusagen genießt. Dass hier sozusagen die Regierung Standby ist und nicht nur Aktien kauft, sondern auch die Währung entsprechend hypt. Aber letztlich ist das so ein Stück weit Hoffnung, die hier auf den Anlegerherzen ruht, dass eben hier ja die Kreditausgabe bzw. hier entsprechend der Abwertungsprozess eben hier die Börsen in Shanghai, in Asien hier weiter beflügeln. Sozusagen Gewehr bei Fuß, es kann nichts passieren, die Notenbank steht bereit und zur Not wird eben hier auch gnadenlos die Währung abgewertet. Das ist natürlich so ein Prozess, den wir hier weltweit um den Globus herum sehen. Wer hier nun wen abwertet und wie stark, darüber kann man zweifellos streiten. Übergeordnet hat hier, wie gesagt, der Euro gegenüber dem chinesischen Yuan jetzt hier immer noch eine klare Abwertungsspirale, aber technisch deuten sich hier gewisse Stabilisierungstendenzen an, die hier das Potenzial haben, dass der Euro hier noch ein Stück weit nach oben schnellt. Der Fakt ist natürlich, Sie wissen, Europa Quantitative Easing, sicherlich auf lange Sicht noch einen niedrigen Leitzins. Da muss man mal sehen, inwiefern hier überhaupt das Kapital in diesem Währungsverhältnis zum Euro schwappt. Aber das chinesische Kapital ist natürlich dahingehend auch mächtig und da darf man mal gespannt sein, was passiert. Die Wochenchartbeschau haben wir im Prinzip jetzt schon eingegrenzt. Hier auf Tagesbasis ist, wie gesagt, jetzt hier das Limit schon erreicht. Vielmehr dürfte das Paar jetzt eigentlich sich gar nicht mehr bewegen. Wir gehen mal hier von der Spanne her. Da sehen wir es, sind sogar schon über die 2%. Moment, wir gehen mal ins Opening, da haben wir das hier nahezu 2%. Das ist sehr, sehr interessant. Da ist nämlich hier die genaue Spanne erreicht. So, machen wir das fix. Sie sehen hier vom Opening bis zum aktuellen High, das ist nicht ganz genau, haben wir aber hier die 2%-Hürde im Prinzip erreicht. Also mehr geht jetzt hier eigentlich rein technisch nicht. Ähnliches hier. Auch hier diese Kerze, groß, mächtig, aber hier war dann auch schon wieder Schluss mit lustig, weil eben hier die Interventionsmarke von den 2% obliegt. Gleiches hier. Wenn dann nur marginal drüber und dann ist Schluss mit lustig. Und das ist genau die Hürde, die natürlich hier auf den Markt gelegt wird. Und da muss man sich mal die Frage stellen, ob das ein freier Markt ist. Aber grundsätzlich muss man eben mal auch hier bewerten, dass hier so ein gewisser Aufwärtsdruck zu erkennen ist. Sie sehen hier immer wieder die 2%-Kerzen, ja, und hier diese Aufwärtstendenz und dann immer wieder zwischengeschaltete Konsolidierung. Aber richtig per Knackos muss es eben hier über die Marke von 2,85 gehen, über das Widerstandslevel hier 2,11. Wie gesagt, wäre hier ein taktisches Kaufsignal, dann hätten wir auch ein höheres Preisniveau als hier vom Mai und dann dürfte sich die Aufwertung weiter fortsetzen. Insofern mal hier zur Beschau etwas exotischerer Art auf den Euro gegenüber den chinesischen Yuan. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Freuen sich auf noch weitere Sendungen beim JFD Live Trading TV und natürlich dann morgen wieder das JFD Devisenradar. Ich wünsche Ihnen was, viel Erfolg beim Anlegen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.